Fahren Sie raus? Fehlt Ihnen was? Ist Ihnen schlecht? Bitte Sie weg und gehen Sie weiter. Bitte, bitte weitergehen. Ja, Sie auch bitte. So, bitte weitergehen. Hier ist nichts zu sehen. Erschossen, Chef. Kopfschuss. Und das um 4 Uhr nachmittags. Wer ist der Mann? Ewald Kerski, Angestellter in einem Juweliergeschäft, De Croix. De Croix? Das ist doch hier ganz in der Nähe. Ja, 100 Meter von hier. Ziemlich bekanntes Geschäft. Auch ziemlich teuer. Irgendwelche besonderen Spuren? Ja, die Innentasche seiner Jacke ist aufgerissen. Ah, dann ist er beraubt worden. Könnte sein. Ich muss mich erkundigen. Ich weiß ja nicht, ob er was dabei gehabt hat. Ja, tu das. Ja. Fräulein Monika, schließen Sie bitte zu. Keine Bedienung im Moment. Ja. Was er bei sich hatte? Rohdiamanten im Wert von 450.000 Mark. Hier ist die Liste. Danke. Aber das ist keine Katastrophe. Gegen solche Verluste gibt es Versicherungen und ich bin versichert. Aber Kerski, aber seit 10 Jahren mein Angestellter, der hier im Haus eine Vertrauensstellung hatte, mit dem ich sozusagen befreundet war. Und tot? Kerski? Bin fassungslos. Tut mir leid, Herr De Croix, aber ich muss bei den Diamanten bleiben. Rohdiamanten, sagten Sie. Warum hatte er sie bei sich? Er sollte sie zu Chinast bringen. Wer ist Chinast? Nur die Diamantenschleiferei in der Ismalinger Straße. Wer wusste eigentlich davon? Ich wusste es. Und Chinast. Ich habe ihn angerufen und ihm gesagt, Kerski kommt jetzt. Sonst wusste es niemand. Nein. Hast du es gewusst? Nein, ich dachte, die Sendung sei schon gestern weg. Moment, wieso gestern? Naja, ursprünglich sollte er gestern Abend schon hin. Aber wir wurden aufgehalten, ein Kunde hat uns aufgehalten, es wurde zu spät. Ich habe ihn nie in der Nacht weggeschickt. Und nahm er immer den Wagen? Ja. Und parkte er den Wagen immer dort, wo er jetzt gestanden hat? Ich weiß nicht, wo er gestanden hat. An der Zollstraße, da wo gebaut wird. Ich habe keine Ahnung, wo er seinen Wagen immer abgestellt hat. Er konnte den Wagen also nehmen, wo immer er stand, sich hineinsetzen und mit fast 500.000 spazieren. Na. Aber so ist es doch. Naja, wer konnte damit rechnen? Helllichten Tag. Er hat eine Pistole bei sich. Ja, und die Diamanten in der Brusttasche. Hm. Wie überhaupt? In einem Lederbeutel. Ach, und sagen Sie, wie sehen Rohdiamanten eigentlich aus? Paul. Danke sehr. Wir konnten uns einfach nicht vorstellen, dass ihm auf offener Straße etwas passieren könnte. Seine Unauffälligkeit war sein Schutz. Niemand konnte wissen, was er bei sich hatte. Aber einer hat es gewusst. Ah ja, danke. Das war meine Ahnung, wissen Sie. Ja. Können Sie die Hand ein bisschen ruhiger halten? Oder wann sich helfen? So geht's besser, ne? Geht Ihnen nahe, der Tod von Kerski, was? Uns allen natürlich. Naja, natürlich. Ja, man wundert sich immer wieder, wie viel sowas wert ist. Hatten Sie die Rohdiamanten dort aufbewahrt? Ja. Ah, danke. Also, dass Kerski heute die Diamanten dorthin bringen sollte, das wussten Sie, Chinast, den Sie ja angerufen hatten, und natürlich Kerski selber. Und das genau genommen seit gestern Abend. Was meinen Sie damit? Naja, Sie haben doch selber gesagt, Kerski sollte gestern schon gehen, also musste er doch mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass er heute gehen würde. Ja. Ach, Sie glauben, Kerski hat irgendjemandem erzählt, dass er die Diamanten wegbringen sollte? Oh ja, das könnte doch sein, ist er verheiratet? Ja. Was sehen Sie? Aber Kerski, Herr Kommissar, ist nicht der Typ, der über berufliche Dinge spricht. Er war absolut korrekt. Haben wir eigentlich seine Adresse, falls wir seine Frau fragen wollen? Ich glaube nicht, dass sie zu Hause ist. Sie ist Mannequin und ich glaube, da ist eine Modenschau heute Nachmittag.
Kerski dabei? Wenn Sie von der Polizei sind, müssen Sie es doch wissen. Ihr Mann ist ermordet worden. Unter diesen Umständen kann sie selbstverständlich nicht vorführen. Sie ist in der Garderobe. Ach, sie weiß es also schon? Ja, sie hat es gerade erfahren. Von wem denn? Ich weiß nicht von wem. Sie wurde angerufen. Ach, es ist eine schreckliche Geschichte. Sie fehlt mir jetzt. Ich weiß nicht, wie ich durchkommen soll mit den Modellen. Das ist ja entsetzlich. Wie? Ich sagte, das ist entsetzlich. Ja. Wo sind denn die Garderoben? Ja, wenn Sie bitte mitkommen wollen. Danke. So schlimm kann es nun auch nicht sein mit der Trauer. Sie wollte sich nämlich scheiden lassen. Oh, tja, also dann. Komm. Ja, irgendjemand hat angerufen. Ich ging an den Apparat, weil es sei dringend, der Mann ließ sich nicht abweisen. Ich meldete mich und irgendjemand sagte, Ihr Mann ist tot, man hat ihn erschossen. Wann war das? Vor 10 Minuten. Und Sie haben die Stimme nicht erkannt? Nein. Ist es denn wahr? Ja. Er wurde erschossen, nachdem er in seinen Wagen stieg. Wo denn? Auf dem Parkplatz? Wie kommen Sie auf den Parkplatz? Sie sagten doch, er stieg in seinen Wagen. Das war auf einem Parkplatz an der Zollstraße. Kennen Sie den? Nein, nein. Und Sie wissen nicht, wer es getan hat? Nein. Aber auf einem Parkplatz, man muss doch was gesehen, was gehört haben. Das konnte man nicht. Der Mörder muss in einem Wagen gesessen haben, der direkt neben dem Wagen Ihres Mannes stand. Er zielte durch das offene Fenster auf Ihren Mann. Möglicherweise hat er den Mörder gar nicht gesehen oder vielleicht kannte er ihn sogar und hat mit ihm gesprochen. Hatte Ihr Mann Feinde? Nein. Oder sagen wir so, gibt es für Sie irgendwelche Gründe, warum irgendjemand Ihren Mann umbringen wollte? Nein, nein. Waren Sie schon bei de Croix? Sie meinen seinen Chef? Weil Sie nach Gründen fragen. Er war bei einem Juwelier angestellt. Manchmal hatte er Wertgegenstände bei sich. Ja, die hatte er. Rohdiamanten. Wussten Sie davon? Was hatte er bei sich? Rohdiamanten im Wert von über 400.000. Aber Verzeihung, ich fragte, ob Sie davon wussten. Nein. Ich kann mir nicht helfen, Frau Kerski. Sie sagen da so einfach nein, aber ich kann Ihnen nicht ganz glauben. Ein Mann transportiert solche Werte. Eine Tatsache, die ein Beweis großen Vertrauens ist, die man Ihrem Mann entgegengebracht hat. Und darüber soll er nicht gesprochen haben. Ab und zu schon. Auch gestern Abend, nicht? Nein. Dass er heute nochmal in die Ismaninger Straße muss? Ich sag schon, nein. Mit fast 500.000 in der Tasche. Was soll ich denn noch sagen? Sind Sie denn weg? Ja, die sind weg. Entschuldigen Sie, dass ich so rede wie normal. Ich kann es einfach noch nicht glauben, dass er tot sein soll. Vielleicht sollten Sie auch wissen, dass unsere Ehe nicht besonders glücklich war. Jeder von uns ist so ziemlich seine eigenen Wege gegangen. Nur, dass Sie sich nicht wundern, dass ich nicht in Tränen ausbreche. Das können Sie nicht. Nein. Nein, das kann ich nicht. Jetzt nicht jedenfalls. Alles in mir ist wie gelähmt. Ich sage das nur, damit Sie keine falschen Schlüsse ziehen. Wer tut das? Wir versuchen nur Tatsachen festzustellen. Und eine Tatsache ist, dass Sie sich mit Ihrem Mann nicht gut verstanden. Das wird registriert, nichts weiter. Danke. Und dass Sie jemanden angerufen und Ihnen den Tod Ihres Mannes mitgeteilt hat. Das müssen wir natürlich untersuchen. Ja, ich verstehe. Sie haben keine Erklärung dafür? Nein. Sie hat mindestens 2-mal gelogen, Chef. Ja. Ihr Mann hat bestimmt gestern Abend darüber gesprochen, dass er heute die Rohdiamanten wegbringt. Wahrscheinlich. Und sie weiß auch, wer da angerufen hat. Ja, das nehme ich auch an. Fahr noch nicht los. Sie muss ja gleich rauskommen. We start with beautiful Mandalay.
He's wearing a silk lamé called Tiger Lily. And next to her is Patty, who has a beautiful outfit on called Georgie Porgie. Vielleicht ist das der Mann, der angerufen hat. Los, ihm nach jetzt. Da machen Sie Platz! Beruhigen Sie sich, ich will doch nur parken. Wir haben's eilig! Verdammt, jetzt ist er weg! Mach doch nichts, ich habe ja die Nummer gemerkt. Der Wagen gehört einem gewissen Blago. Rudolf Blago. Guten Tag. Guten Tag. Können wir einen Herrn Rudolf Blago sprechen? Wer sind Sie? Kriminalpolizei. Wie? Ja, wir haben nur ein paar kleine Fragen, die möglicherweise ganz ohne Bedeutung sind. Sie haben einen Ausweis? Ja, selbstverständlich. Das heißt nur wo? Zeig doch mal deinen, ja? Ja. Danke. Das Bild wird Ihnen nicht gefallen. Danke. Ja, mein Sohn ist leider nicht da. Aber ich würde natürlich gern wissen, was Sie von ihm wollen. Sie kennen sicher eine gewisse Frau Kersky? Ja. Ihr Mann, Ewald Kersky, ist heute ermordet worden. Bitte kommen Sie herein. Danke. Sind hier bitte. Ja, danke. Zeige hier. Ich kenne Eva Kersky. Und ich kenne auch ihren Mann. Sie fragen nach meinem Sohn, sicher im Zusammenhang mit Frau Kersky. Ja. Sie waren befreundet miteinander. Eng befreundet. Ich sag Ihnen das, weil Sie es sicher wissen. Wenn Sie es nicht wissen, werden Sie es sicher ohne große Mühe erfahren. Sie werden auch erfahren, dass Kersky sich nicht hat scheiden lassen wollen. Kersky und mein Sohn hassten sich. Wie wurde Kersky ermordet? Mitten in der Stadt auf einem Parkplatz wurde er erschossen. Gut. Wie meinen Sie das? Erzählen Sie mich, geht Kersky nichts an. Mich geht nur mein Sohn etwas an. Sie sagen mir da jetzt etwas, was mich beruhigt. Mein Sohn war es nicht. Nein? Er kann keinen Menschen umbringen. Nicht auf diese Weise. Und seine Leidenschaft für Eva Kersky? Es war eine. Es war wirklich eine. Hat ihn fast blind gemacht, hat ihn fast den Verstand verlieren lassen, aber das alles eingerechnet. Reicht nicht. Für einen Mord ist er nicht kaltblütig genug. Den Sie sonst nicht ausschließen würden? Nein. Wir sollten erwähnen, Chef, dass für fast eine halbe Million Rohdiamanten verschwunden sind. Was? Ach, richtig, Kersky war ja angestellt bei... Dann ist das ja Raubmord. Ja. Was Sie da sagen, beruhigt mich noch mehr. Das passt zusammen. Schießen und Diamanten und mitten auf der Straße. Ja, wie überhaupt? Wie geht sowas? Man hat den Lärm von Baumaschinen ausgenutzt. Das ist eine Überlegung, die mein Sohn niemals anstellen würde. Eine solche Tat würde ihn überfordern. Mama! Ja? Sag mal, Mama. Die Herren sind von der Kriminalpolizei, Rudolf. Von der Kriminalpolizei? Herr Blago, wo waren Sie heute Nachmittag um 4? Wie bitte? Sag's Ihnen, Rudolf. Um 4? Ja. Ja, du musst doch wissen, wo du um 4 Uhr warst. Ich war... Ich weiß es nicht genau. Weißt es nicht? Irgendwo in der Stadt. Ich bin rumgefahren.
Erlaubst du den Herrn, dass sie dich durchsuchen? Wie bitte? Ja, es könnte die Herren interessieren, ob du Rohdiamanten bei dir hast. Weißt du, was mit Ewald Gerske passiert ist? Er weiß es. Fragen Sie ihn, ob er es weiß. Ja, ich weiß es. Eva hat es mir erzählt. So, also bist du doch nicht nur herumgefahren. Durchsuchen Sie ihn, bitte. Fassen Sie mich nicht an! Ich war es nicht! Ich habe keine Rohdiamanten! Wir können Sie natürlich nur mit Ihrer Erlaubnis durchsuchen. Und dann tun Sie es, bitte! Robert. Ein Stadtplan, Chef. Ein Stadtplan? Ja. Sehen Sie mal den Kreis hier mit dem Bleistift eingezeichnet. Ah. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Nichts, gar nichts bedeutet das. Na, wozu dann dieser Kreis? Eine Kreuzung ist das. Sehen Sie mal, Chef, hier ist der Parkplatz, wo Kerski ermordet wurde, und hier ist die Ismaninger Straße. Kerski wäre sicherlich über diese Kreuzung gefahren, wenn er in die Ismaninger Straße wäre. Darf ich mal sehen? Ja, bitte. Was ist das für ein Kreis? Nichts, Mama, gar nichts. Ich weiß nicht, wie der da hingekommen ist. Vielleicht habe ich ihn selber gezeichnet. Vielleicht wollte ich mich mit irgendjemand treffen. Das klingt nicht glaubwürdig, Rudolf. Aber Sie werden es akzeptieren müssen. Tja, eine Ausrede. Das spricht für die Kaltblütigkeit, die Sie ihm nicht zubilligen. Tja, das wär's fürs Erste. Sie erlauben, dass ich die Karte mitnehme? Denke schon, was? Sie können natürlich auch Nein sagen. Nehmen Sie sie mit, mich interessiert sie überhaupt nicht. Schon gut, Rudolf. Keine Angst. Also für mich ist das völlig klar. Das ist eine direkte Linie. Von hier, das ist nämlich De Croix hier, über den Parkplatz, wo Kerski ermordet wurde, bis zu Kinast in die Ismaninger Straße. Ja, schau mal. Da war ja auch was eingezeichnet. Natürlich. Ja, so geht's doch ins Labor, sollen die sich damit befassen. Ja, ich glaube, wir haben ihn, Chef. Langsam, langsam. Aber es ist der Weg. Daraufhin würde ich ihn auch verhaften. Ja, verhaften, verhaften. Wenn es nach euch ginge, würde überhaupt keiner mehr frei herumlaufen. Aber es kann doch gar kein Zweifel bestehen. Der Weg ist eingetragen, den Kerski nehmen muss. Der reicht das nicht. Ja, ich gebe zu, dass die Sache sehr interessant ist. Ich mache mir ja auch schließlich Gedanken darüber. Aber vielleicht nicht ganz die richtigen. Ja, ich weiß schon, die Mutter hat ihn imponiert. Ja, ihr nicht? Doch, 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 sie verteidigt ihren Sohn und zwar sehr geschickt. Stell dir vor, ich tue etwas und mache einen Fehler. Das kann ich mir ja gar nicht leisten. Ja, was wollen wir dann machen? Gar nichts? Gar nichts nur auch wieder nicht, aber bevor wir etwas tun, da sollten wir wenigstens... uns um die Kerski kümmern. Ja, denn Leute wie Blago riskieren ja immerhin Kopf und Kragen für sie. Also Feierabend. Nee. So, nimm den Kaffee und du kommst mit. Nicht da. Das ist aber sonderbar. Warum? Na, der Mann wird erschossen und die Frau kommt nicht nach Hause. Was tut sie? Was macht sie? Die muss doch irgendwo sein. Entschuldigung. Was steht da? Komm rauf, nichts weiter. Rauf, wo rauf? Sieh dir mal die Namensschilder an. Ja. Da gibt's tatsächlich noch einen Kerski im dritten Stock, einen Robert Kerski. Na, fangen wir mal auf. Ja, du Luder. Ich komme schon. Bin schon da. Komm nur rein. Komm rein! Guten Abend. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Kriminalpolizei. Ach schon. Sehr gut. Bitte nur vorauszugehen. Ja, danke. Die Polizei ist schon da. Na also. Haben Sie sie verhaftet? Wen meinen Sie? Wen ich meine? Sie meine ich. Seine Frau, Eva, die ihn auf dem Gewissen hat. Mein Jungen, wenn Sie abgeknallt haben. Ach, Sie wissen? Ja, es hat sich schon herumgesprochen. Wie ein Lauffeuer. Die Nachbarn waren schon alle da. Wissen Sie schon, haben Sie schon gehört. Das ist nicht schrecklich. Aber wer nicht da war... das war sie. Und ich weiß auch warum. Weil sie mir nicht in die Augen sehen kann, wenn ich sie frage. Was hast du mit ihm gemacht? Ich glaube, Sie irren sich. Sie war auf einer Modenschau. Sie hat ein Alibi.
Habe ich gesagt, dass sie es selbst gemacht hat? Dafür hat sie ihre Leute. Wen denn? Wen denn? Den, mit dem sie ihren Mann betrogen hat. Blago. Fragen Sie mal, ob der ein Alibi hat. Nein, das hat er nicht. Aha, hat er nicht. Na also, haben Sie ihn verhaftet? Natürlich haben Sie ihn verhaftet. Nein, ich habe ihn nicht verhaftet. Und wieso denn nicht? Ich denke, werde verhaften, wenn es an der Zeit ist. Er war es. Was sind Sie, Kommissar? Herr Kommissar, seit 3 Jahren wohne ich in diesem Haus. 3 Jahre lang habe ich das mit angesehen. Eine Hölle, die der Junge hatte. Ein braver, ein fleißiger, ein tüchtiger Junge. Und heiratet eine Frau, die ihm das Leben zur Hölle macht. Das würde mich interessieren. Wie denn? Wie denn? Ansprüche stellen, Herr Kommissar. Ansprüche. Der beste Weg, einen Mann fertig zu machen. Und das konnte sie. Das war das Leben, das ihr Spaß machte. Aber der Junge war nicht der Typ dafür. Ich habe ihm so oft gesagt, lass sie doch laufen. Ja, und warum hat er es nicht getan? Warum? Warum? Er liebte dieses Luder. Guten Abend, Frau Kersky. Ich hoffe, wir stören nicht. Nein, wieso? Sie stören nicht. Dürfen wir? Bitte. Danke. Guten Abend. Ach, Sie wollen ausziehen? Oder wie soll ich das nennen? Ja, ich ziehe aus. Darf ich nicht? Doch, wenn Sie uns sagen, wo wir Sie erreichen können, ist alles in Ordnung. Mich persönlich würde nur interessieren, warum Sie ausziehen. Ich will nicht in dieser Wohnung bleiben. Nein? Ich fühle mich nicht wohl hier. Nicht in diesem Augenblick. Was wollen Sie noch? Wir waren eben oben bei Ihrem Schwiegervater. Wozu? Dieser Mann ist ein Schwätzer. Ja, er ist kein Freund von Ihnen. Er sagte... Haben Sie auf diesen Mann gehört? Ja, ich muss mir anhören, was er sagt. Völlig unnötig. Der Mann weiß nicht, was er sagt. Er ist so gut wie unzurechnungsfähig. Er sagte, Sie hätten ihn abknallen lassen. Hören Sie es ja. Durch Blago. Der Mann sieht Gespenster. Wie kommt er auf Blago? Er meint, Sie haben ein Verhältnis mit Blago. Und Ihr Mann habe nicht in die Scheidung eingewilligt, die Sie gewollt hätten. Wollten Sie? Was hat das damit zu tun, dass irgendjemand meinen Mann umgebracht hat? Das hat doch damit nichts zu tun. Nein? Nein. Alle Vermutungen sind völlig aus der Luft gegriffen. Besonders, wenn Sie von Blago sprechen. Wissen Sie, was wir bei ihm gefunden haben? Sei ruhig. Was? Was haben Sie bei ihm gefunden? Gefunden? Was haben Sie denn gefunden? Wo wollen Sie denn hin mit den Koffern? In ein Hotel. Robert. Ja. Wenn es der alte Kaske ist, lassen Sie ihn bitte nicht herein. Ah, guten Abend, Herr Dekreu. Kommen Sie nur herein. Wollen Sie die Koffer holen? Ja, nein. Warum sagen Sie nein? Guten Abend, Eva. Frau Kersky hat mich gebeten, ihr behilflich zu sein. Warum sind Sie so verwirrt? Nein, ich bin überrascht. Uns hier zu sehen. Lass, Robert. Wo soll's denn hingehen mit den Koffern? In ein Hotel, habe ich gesagt. Sie haben ein Zimmer reserviert? Ja. Wo, in welchem Hotel? Spielt denn das eine Rolle? Ja, ich würde gerne wissen. Ich würde wirklich gern wissen, in welchem Hotel Sie ein Zimmer reserviert haben. Sie haben doch gar kein Zimmer reserviert. Sie wollten auch Frau Kersky gar nicht in ein Hotel bringen, habe ich recht? Zu ihm wollte ich. Zu ihm. Er hat gesagt, du kannst da nicht bleiben, komm zu mir. Und warum soll ich nicht? Ja, ich habe nichts dagegen. Ist mir ganz egal, was Sie denken. Er hat gesagt, komm da raus, bleib nicht da, pack deine Koffer, ich hol dich ab. Und ich habe gesagt, ja. Ich wiederhole, ich habe nichts dagegen. Ich möchte nur wissen, wo Sie sind. Das ist alles. Los, Robert.
stehen bleiben! Ich habe ihn nicht mehr erwischt. Der Kerl war wie eine Ratte. Kennen Sie den Mann? Nein. Vor wem ist der Mann weggerannt und warum? Das hat doch mit Ihnen zu tun. Ich kenne den Mann nicht. Und Sie? Ich glaube, ich kenne ihn auch nicht. Sie glauben? Ein Mann dreht sich um und verschwindet. Ich habe ihn kaum gesehen. Verzeihen Sie bitte. Können wir jetzt gehen? Ja. Was denn? Koffer? Ach, sie will weg. Das könnte ihr so passen. Festhalten. Herr Kommissar, halten Sie sie fest. Das ist eine Mörderin. Mörderin! Mörderin! Festhalten! Morgen zusammen. Oh. Morgen, lieber Walter. Was hat der denn? Hat er mein Billard verloren? Nein, nein. Er denkt nur intensiv nach. Worüber? Über eine Dame, die wie ein Engel aussieht und ganz bestimmt keiner ist. Die Dame ist mir Schnurzpieper, aber das hier nicht. Was ist denn immer noch der Kreis? Ja, natürlich, der Kreis um diese Kreuzung hier auf dem Weg, den Kerski nehmen musste. Was das bedeutet, das wüsste ich gern. Was sagt denn der Chef? Nichts sagte. Er sagte, weiß es auch nicht. Aber er ist hingegangen, sich das ansehen, die Kreuzung. Ich will nicht, dass er zurückkommt, hat eine Idee und ich stehe im Dunkeln. Guten Tag, Herr Kommissar. Nanu, Frau Blago. Ich beobachte Sie schon eine ganze Weile. Ja, ich wollte mir das hier mal ansehen. Der Kreis auf der Karte, nicht wahr? Ja, und Sie sind aus demselben Grunde hier. Die Sache ist zu wichtig. Sie kann gegen meinen Sohn ausgelegt werden. Hat er Ihnen nicht gesagt, was die Einzeichnung bedeutet? Nein, es ist nicht so eben mit ihm. Es ist kein Wort aus ihm herauszubekommen. Was kann das sein hier? Tja, ich weiß es nicht. Es ist durchaus möglich, dass er in irgendwas reingeraten sein kann. Wahrscheinlich sogar. Ich komme nicht dahinter. Wissen Sie, dass Eva Kerski verschwunden ist? Ach, ist sie das? Machen Sie keinen Fehler, Herr Kommissar. Sie tun es. Gehen wir. Wenn Sie meinen Sohn für einen Mörder halten. Bitte, Herr Kommissar. Rudolf, er ist in einem so schrecklichen Zustand. Rudolf, dass ich ihn gebeten habe, die Wohnung nicht zu verlassen. Herr Rühle. Ach, Sie vermieten Zimmer? Ja. Herr Rühle, ist mein Sohn bei Ihnen? Ihr Sohn? Nee, Frau Blago, ich weiß nicht, wo er ist. Warten Sie mal. Kommen Sie mal raus da. Wir haben uns doch gestern schon gesehen. Rühle gesehen? Wo? Im Haus von Eva Kerski. Er sah uns und rannte weg, als sei ihm der Teufel im Nacken. Warum? Wieso? Wer sind Sie überhaupt? Ach, das wird Sie traurig stimmen. Kriminalpolizei. Na und? Von mir können Sie nichts wollen. Sind Sie so sicher? Ich wüsste nicht was. Das mit gestern Abend, das war nämlich so. Rudolf wollte nämlich, dass ich da mal vorbeigehe. Ja, darüber wollen wir uns mal genauer unterhalten. Ist das Ihr Zimmer hier, ja? Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Was wollen Sie denn von mir? Ich kann auch rumgehen, wo ich will. Vielleicht nicht? Damit Sie gleich Bescheid wissen, für mich sind Sie in einen Mordfall verwickelt. Was, wieso denn? Wie kommen Sie denn darauf? Was habe ich denn damit zu tun? Da können Sie von der Kripo sein, so viel Sie wollen. Nee, Herr Kommissar, die Tour läuft nicht. Tja, wer so redet, der redet so nicht zum ersten Mal. Ja, Chef, das ist er. Rühle Georg Heinz, geboren 17.08.32. Bitte? Ah, eine ganze Latte. Diebstahl, Einbruch, schwere Körperverletzung. Danke, Robert, das wollte ich nur wissen. Ist er vorbestraft? Ja, das ist er. Nein, Frau Blago, Sie stören mich jetzt wirklich. Also, ich kann Sie nicht gebrauchen. Entschuldigung. Schön, schön, die paar Sachen, die paar Jahre. Mord war nicht dabei, Herr Kommissar. Und wird auch nicht dabei sein. Ich bin doch nicht von gestern. Doch nicht Mord, doch nicht sowas. Ihr seid befreundet, Blago und du. Was heißt befreundet? Ja, ich hätte gerne eine Antwort. Ja, und?
Ihr habt doch genau gewusst, dass Kerski mit den Diamanten in die Ismaninger Straße fährt. Herr Kommissar. Rühle, du kennst den Betrieb bei uns. Du weißt doch ganz genau, dass du dir das nicht leisten kannst, drumherum zu reden. Ja oder nein? Habt ihr das mit den Diamanten gewusst? Hat er ja selber erzählt, Kerski. Seiner Frau erzählt, auf die Nase gebunden hat das hier. Morgen muss ich in die Ismaninger Straße und hab Diamanten bei mir, hat er gesagt. Und die Kerski hat's Blago gesagt und Blago kam zu mir damit. Ich hab gesagt, was willst du denn von mir? Er sagte, wenn wir die hätten, soll ich ihm über den Schädel hauen, habe ich gesagt. Nicht mit mir! Nee, Herr Kommissar, das haben die beiden schon selber gemacht. Die Kerski und Blago. Was haben Sie da? Zeigen Sie. Aber ich wiederhole, mein Sohn ist kein Mörder. Na schön, Chef, das eine ist die Mutter, die muss so reden. Ja. Aber der andere ist ein Ganove, dem würde ich doch kein Wort glauben. Na? Ich schwöre Ihnen, der legt sie rein. Kätchen, können wir schon mal die Karte haben? Das passt doch fabelhaft zusammen. Vielen herzlichen Dank. Na, das Beste ist wieder gestrichen. Die stecken doch alle unter einer Decke. Die Kerski, die ihren Mann loshaben will, Blago, der genau weiß, dass das Leben mit so einem teuren Mädchen finanziert werden muss, und zieht sich einen richtigen Ganoven ran für die Drecksarbeit. Warum ist denn der Kalbsbraten schon wieder aus? Alle wollen sie Kalbsbraten. Erbsen will keiner essen. Mit Speck, das ist doch gut. Ja, zweimal für mich. Und einen Schnaps, ne? Ja, ist gut. Schnaps, Chef, was feiern Sie denn? Das lichtet sich doch, hast du gesagt. Ich? Chef, ich zeige nur ein paar Möglichkeiten auf. Und was würdest du tun? Die ganze Bagage verhaften. Die Kerski, den Rühle und den Blago. Und wenn ich die rannehme, dann kommt was dabei raus. Ich freue mich immer über deine Bescheidenheit. Guten Tag, Herr de Kreuz. Tag. Der Herr Kommissar wartet bereits. Ach, Herr Kommissar. Sie bringen mir den Mörder, die Aufklärung des Falles und die Diamanten. Nein, so schnell geht's nicht. Ja, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Kommen Sie doch bitte mit herauf. Aber Sie kommen vorwärts, ne? Tja, man erfährt eine Menge Dinge, aber man weiß nicht so recht, wo sie hingehören. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich möchte Ihnen gerne zwei Dinge sagen, ja? Erstens, Ewald Kerski hat tatsächlich am Vorabend seiner Ermordung seiner Frau erzählt, dass er Rohdiamanten in die Ismaninger Straße zu bringen hat. Sind Sie sicher? Ja, bitte legen Sie doch ab, ja? Dankeschön, ja. Das würde allen Abmachungen widersprechen, was bei einem so korrekten Mann wie Kerski schwer denkbar ist. Ja, Sie sagten es schon. Wenn das stimmt, das würde Eva Kerski sehr belasten, nicht wahr? Ja. Und das Zweite? Eva Kerski wohnt seit gestern Abend bei ihrem Sohn. Was? Bei meinem Sohn? Eva Kerski wohnt da? Nein, 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 nein. Ach, Sie wissen es noch nicht? Das ist unmöglich. Das tut mir leid, ich war selbst dabei, als er Sie abholte mit Ihren Koffern. Nein, er ist nicht zu Hause, Sie übrigens auch nicht. Das ist unglaublich. Nein, ich finde das völlig unglaublich. Gut, Paul hatte eine Schwäche für die Kerski, das stimmt, aber sie hatte doch einen Liebhaber, einen gewissen Blago. Ja, haben Sie die Verhältnisse denn nicht untersucht? Doch, doch. Da muss es übrigens noch jemand anderen geben. Einen Mann, der sogar vorbestraft ist. Ja? Ja, Kerski hat einmal davon gesprochen. Ja, du liebe Zeit, wollen Sie sagen, Sie wissen das nicht? Ja, doch schon. Und da reagieren Sie nicht? Da verhaften Sie nicht? Ja, ich hätte es getan, wenn nicht. Wissen Sie, Ihr Sohn irritiert mich einfach. Was ist das für eine Sache? Eva Kerski zieht zu ihm, wohnt dort, kaum ist der Mann tot. Was soll ich davon halten? Ja, das ist schwer verständlich. Naja, es wird sich schon eine Erklärung finden. Darf ich mal telefonieren? Na, bitte. Ja, komm gerade rein. Der Chef? Ja, gut. Ja, ich war der Chef. Du sollst an die Kreuzung kommen. Die mit dem Kreis, du wirst es schon. Und ohne Wagen sollst du kommen. Ohne Wagen? Warum denn? Was weiß ich. Du sollst da auf ihn warten, er kommt mit dem Wagen vorbei. Mit dem Wagen vorbei? Ja. Aha.
Moment mal, Chef, jetzt lassen Sie mich mal überlegen. Sie haben mich gerade an diese Kreuzung bestellt. Das ist doch die von Blago. Ja. Ich sollte zusteigen. Das ging auch ganz gut, weil der Verkehr an dieser Kreuzung immer so stark ist, dass man einfach nicht zügig durchfahren kann. Man stößt immer auf Rot. Man muss warten. Sehr richtig. Auch Kersky hätte mit seinem Wagen die Diamanten in der Tasche hier warten müssen. Bravo. Und jemand hätte zusteigen können. Aber wer? Ah, anders, Robert, anders. Jemand weiß, dass Kersky Diamanten transportiert. Dieser jemand kennt Kersky und steht an der Kreuzung. Sieht Kersky, der stehen bleiben muss, winkt, geht auf seinen Wagen zu, sagt, hallo Kersky, können Sie mich ein Stück mitnehmen? Genau. Eine Theorie, aber Kersky lässt doch niemanden einsteigen. Wieso nicht? Kersky nimmt doch an, dass derjenige, der ihn anhält, ja nicht weiß, dass er Diamanten bei sich hat. Ja, aber wer sollte ihn denn anhalten? Blago doch nicht? Nein, der nicht. Rühle. Es käme eigentlich nur Rühle in Frage. Der den Stadtplan kennt, der den Kreis vielleicht sogar selber eingezeichnet hat, der die Sache macht für Blago, ein gehängter Junge. Ja. Moment mal, Chef, die ganze Sache hat einen Haken. Na? So weit ist Kersky ja gar nicht gekommen. Er wurde ja vorher erschossen. Ja, während Rühle natürlich auf der Kreuzung stand und auf ihn wartete. Aber das ist eine Theorie. Das könnte uns eigentlich nur Rühle sagen, ob er hier gewartet hat. Na ja, dann frag ihn doch. Frag ihn und verhafte ihn. Ist sowieso die höchste Zeit. Gut, Chef, was machen Sie? Wie kommst du überhaupt dazu, ohne mir ein Wort zu sagen, wie das Auto hier drauf zu bringen? Das ist einzig und allein meine Sache. Einzig und allein deine Sache. Das will ich dir zeigen. Und die Koffer bringst du nicht hin. Sondern die werden auf irgendeine Weise, ich werde einen Taxifahrer bitten. Ruf mal gleich ein Taxi her. Ich denke gar nicht daran. Werden wir sehen. Was wollen Sie denn hier? Warum klingeln Sie nicht? Man kann nicht immer klingeln, wenn man was erfahren will. Und was erfahren Sie jetzt? Dass ich Eva Kersky rausgeschmissen habe und ihre Koffer fliegen hinterher. Ja, das ist eine Lösung, die Ihrem Sohn nicht ganz zu gefallen scheint. Dann erfrage ich ihn nicht. Begreif endlich, dass das meine Sache ist. Das ist eine Sache, die dich nichts angeht. Ich hole sie zurück. Wenn die nicht inzwischen verhaftet ist. Ist sie denn noch nicht verhaftet? Komm raus da, du Luder! Ruhe an! Was ist denn los hier? Ich weiß, dass du da bist! Ein Krach ist in diesem Haus immer. Pass auf, da sein! Wenn Sie gleich aufhören, hole ich die Polizei! Kommen Sie, jetzt können Sie die Mörderin verhaften! Sie haben kein Recht, irgendjemanden Mörder zu nennen, bevor Ihnen die Tat bewiesen ist. Bewiesen? Was soll denn da noch bewiesen werden? Lassen Sie mich ein hier! Ich will damit rein! Seien Sie doch ruhig da oben! Was geht Sie das an? Machen Sie die Tür zu. Kann man denn nichts gegen diesen Mann da draußen unternehmen? Da hören Sie nicht drauf. Der trommelt doch das ganze Haus zusammen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Frau Kersky. Was der Mann da draußen sagt, das lässt Sie ganz kalt. Kalt? Wieso kalt? Der Kommissar hat recht. Was wollen Sie von mir? Ich wollte eigentlich nur fragen, warum Sie wieder zurückgekommen sind. Wieso? Sie ist wieder da. Und Paul de Croy? Mit diesem Mann hat sie nichts zu tun. Ah. Gestern packte sie noch die Koffer und ging mit ihm. Ein Irrtum. Sie war verwirrt, hilflos. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Aber ich nehme ihr das nicht übel. Ach, wie schön von Ihnen. Der Mann dieser Frau ist seit gestern tot, ermordet, niedergeschossen. Aber Sie nehmen es dieser Frau nicht übel, dass sie jetzt nicht weiß, zu welchem Mann sie gehen soll. Wie standen Sie nun eigentlich zu Ihrem Mann, den Sie so schnell vergessen haben? Ich glaube, Sie sehen das völlig falsch, was diesen Mann betrifft. So, tue ich das. Ja, jetzt ist es so, als sei er der Allerbeste gewesen. Und auf Sie wird mit dem Finger gezeigt. Still, was redest du da eigentlich? Warum soll das nicht ausgesprochen werden? Er war nicht so, wie er tat. Keinesfalls war er so. Kannst du nicht den Mund halten? Nur weiter. Was wollten Sie sagen? Das... Suchen Sie den Verbrecher woanders. Nicht bei uns. Bei uns nicht. Wir beantworten keine Fragen mehr. Nein? Nein. Jetzt hören Sie mir mal genau zu, junger Mann. Für Sie scheint das Ganze eine Art Gesellschaftsspiel zu sein, aber ich werde Sie ganz schnell auf den Boden der realen Tatsachen zurückführen. Sie sind verhaftet. Ich bin... Ja... Sie können doch nicht einfach... Warum denn? Ich habe bei Ihnen einen Plan gefunden, auf dem der Weg von de Croy zu Chinas eingezeichnet ist. Der Weg, den nämlich Kersky nehmen musste. Und das reicht. Aber das ist gar nicht meiner. Der gehört mir gar nicht.
Ich fand ihn bei Rühle auf dem Tisch, den Stadtplan. Ich wollte etwas nachsehen. Dummkopf. Ist Rühle schon drin? Ja, ist drin. Du sollst reinkommen, es geht los. Ah, siehst du? Letzten Endes tut der Alte doch, was ich sage. Also du hast das hier eingezeichnet, den Weg, den Ewald Kerski nehmen würde. Schön, habe ich. Das heißt ja doch wohl nichts. Nein? Da kommt einiges zusammen. Der Stadtplan, deine Einzeichnung, kein Alibi, deine sämtlichen Vorstrafen. Kein Mensch wird dir glauben, dass du damit nichts zu tun hattest, oder Robert, was meinst du? Und den sehe ich lebenslänglich im Zuchthaus. Was? Gut, ich gebe zu. Ich habe daran rumgebastelt. Wie komme ich ran an die Diamanten? Eine Spielerei. Man denkt sich was aus. Man überlegt. Und da tut man es doch nicht. Rühle, damit kommst du nicht durch. Was soll ich denn sitzen für andere? Ja, aber du siehst doch, spricht alles gegen dich. Aber ich glaube, ich weiß, wo du warst, als Kerski erschossen wurde. Da standst du nämlich an der Kreuzung und wartetest auf ihn, um mitgenommen zu werden. Naja. Ja, was heißt ja, ja? Warst du da oder warst du nicht? Und der Kreis auf deiner Karte? Was heißt das? Dort zusteigen, dich mitnehmen lassen. Aber was weiter? Das war doch nur ein Teil deines Planes. Du wolltest ihn umbringen. Nein, nein, das wollte ich nicht. Wieso denn? Es war doch alles mit ihm abgesprochen. Mit wem abgesprochen? Mit Kerski. Was redest du da? Ich mich einsperren lasse für eine Sache, mit der ich nichts zu tun habe? Lass ihn, Robert. Lass ihn erzählen. So, mein Junge, jetzt darfst du rauchen. Kerski kam nämlich zu mir. Kann da ein Geschäft machen. 10.000, wenn du mir hilfst. Da hielt ich erstmal die Luft an und der sagte, machst du mit? Und ich habe gesagt, für 10.000 tue ich eine Menge. Und dann haben wir uns das ausgedacht. Was ausgedacht? Das war ein Überfall vortäuschen, Chloroform und so. Eben richtig, dass keiner dahinter kommen konnte. Lügst du auch nicht. Und dafür will ich auch brummen, wenn ich muss. Aber für nichts weiter. Und er kam ja nicht. Ich stand mir die Beine in den Bauch. Er kam nicht. Gut. Und Kerski? Hat er dir gesagt, warum? Tja, das habe ich ihn auch gefragt. Mensch, Ewald, habe ich gesagt, da ist doch ein Risiko drin. Aber er sagte, ich brauche einen Schwung Geld. Sonst geht mir meine Frau durch. Gut. Sehr gut. Bring ihn raus, Robert. Komm. Tja. Was ist denn nun? Komm. Walter! Tja, Robert. Tja. Soll man das nun glauben, Chef? Ich brauche einen Schwung Geld. Sonst geht mir meine Frau durch. Du, das erfindet er nicht. Ja. Ich glaube, ich habe den Mörder. Sag mal nichts. Ja, ich muss überlegen, natürlich. Genau überlegen. Ja, es muss so sein. Ich habe ihn. Oder nicht? Doch. Nur überführen, dass er nicht heraus kann. Dass er einfach nicht mehr heraus kann. Wo ist der Wagen? Na, der Wagen von Kerski, in dem er erschossen wurde. Na, der ist unten. Wo? Bei uns in der Halle. Warum? Was haben Sie denn eigentlich vor, Chef? Komm selber drauf. Komm selber drauf, hat er gesagt. Jetzt müsstest du es langsam wissen. Aber ich weiß es nicht. Ah, die Herren plaudern. Tut mir wahnsinnig leid, wenn ich störe. Aber ein bisschen sollten wir dem Beruf schon nachgehen, nicht wahr? Ja, wir holen sie also jetzt alle her. Das heißt natürlich nicht alle auf einmal.
sondern in einer bestimmten Reihenfolge. Denn Zeit brauchen Sie, Zeit. Und für dich, Walter, habe ich etwas besonders Feines. Ja? Besorg dir ein Fernglas. Ein Fernglas? Er scheint eine Falle aufzubauen. Was ist denn los eigentlich? Nehmen Sie Platz und warten Sie es ab. Ich beschwere mich. Ja, ja, in Ordnung. Ich protestiere nämlich. Ja, ich sag ja, es ist in Ordnung. Ja, bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, bitte. Das ist doch sein Wagen. Wer stellt denn den Wagen hier? Das ist doch sein Wagen. Das ist doch Ewalds Wagen. Was soll denn der Wagen hier? Der Wagen, in dem man meinen Jungen umgebracht hat. Kommen Sie, Kersky. Wir müssen rein. Kommen Sie. Können Sie mir sagen, warum der Wagen hier steht? Wer ist denn da? Brühle, Dikerski, Blago und der Kreuz ist gerade gekommen. Ah ja. Welcher? Der Alte. Ja, das ist gut. Sag mal, hat der... Nein, Walter hat noch nicht angerufen. Jetzt sind alle da, wenn Sie das meinen. Was machst du denn hier? Ja. Warum sind Sie nicht längst verhaftet? Das ist schön. Mörder. Jetzt beruhigen Sie sich. Sie sind hier vorgeladen. Ihre privaten Auseinandersetzungen können Sie... Was hat denn hier private Auseinandersetzungen? Sie hat meinen Sohn umgebracht. Seien Sie still. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ja, entschuldigen Sie, wenn es noch einen Moment dauert. Hat Grabert noch nicht angerufen? Nein, noch nicht. Bitte nehmen Sie doch Platz. Oder sind nicht genügend Stühle da? Ja, doch. Frau Kerstin, bitte, Herr Rekord. Setzen Sie sich. Danke, es macht mir nichts aus zu stehen. Gib mir. Hallo? Ja. So. Aha. War das sehr, sehr interessant. Ja, danke. Also dann. Ich möchte Ihnen jetzt den Stand der Untersuchungen im Mordfall Ewald Kerski bekannt geben. Und zwar, was der von uns festgenommene Rühle ausgesagt hat. Rühle hat nämlich ausgesagt, zu Protokoll gegeben und unterschrieben, dass Ewald Kerski mit ihm, Rühle, verabredet habe, einen Überfall vorzutäuschen, um die Rohdiamanten, die er in die Ismaninger Straße bringen sollte, zu unterschlagen. Was hat der Kerl gesagt? Unterbrechen Sie mich nicht. Der Kerl lügt doch! Ich gebe eine Aussage wieder, weiter nichts. Auch ich halte das für ganz ausgeschlossen, Herr Kommissar. Der Mann lügt. Wieso lüge ich? Ich bin doch der Reingelegte. Lügen. Jedes Wort stimmt. Ja, du hast nur noch nicht jedes Wort gesagt. Ich habe nämlich noch eine Frage an dich. Wie kam Blago eigentlich an die Karte, auf der du den Weg Kerskis eingetragen hattest? Zufällig, rein zufällig. Ah, jetzt bist du wieder in der Klemme, was? Wieso denn? Na, dann werde ich dir sagen, was passiert ist. Du dachtest dir was für ein schönes Geschäft. 10.000, das ist eine Menge Geld. Aber vielleicht kann man noch eine Menge mehr herausholen aus der Sache. Man muss sich ja nur nach einem Interessenten umsehen. Und da gab es ja einen.
Blago. Wieso Blago? Steht das durch jetzt? Rudolf Blago, der Kerski zum Teufel wünschte. Das können Sie so nicht sagen. Wieso? Ist es so undenkbar, dass sich ihm und Eva Kerski plötzlich eine Lösung für alle ihre Probleme anbot? Und was für eine? Denken Sie doch einmal nach. Endlich war sie da, die Chance. Was für eine? Das sehe ich nicht. Er brauchte doch nur Nein sagen zu Rühle. Oder, na, tu das selbst. Mich interessiert das nicht. Rühle würde auf jeden Fall an seiner Kreuzung stehen ohne Alibi. Während er selber Kerski bereits auf dem Parkplatz erschoss. Nein, nein. Wollen Sie sagen, Sie haben nicht eine Sekunde lang daran gedacht? Du antwortest auf keine Frage mehr. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe volles Verständnis dafür. Nur werden Sie mich nicht daran hindern, fortzufahren, den Täter zu überführen. Können Sie denn das? Ja, ich weiß, wer es ist. Ich habe ihn gefunden, weil ich mich in die Lage von Kerski versetzt habe. Er liebte seine Frau. Er wollte sie nicht verlieren. Der Gedanke war ihm unerträglich, sie zu verlieren. Er konnte sich ein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Und er würde auch kein Leben ohne sie führen. Also sagte er sich, ich muss ihr geben, was sie braucht. Ich kaufe sie. Sie ist zwar meine Frau, aber ich kaufe sie. Denn sie verlässt keinen Mann, der Geld hat. Die Diamanten, ja. Das nächste Mal, wenn ich in die Ismaninger Straße fahre und die Diamanten überbringe, Überfall, man nimmt sie mir weg. Aber ich brauche jemanden, der da mitspielt. Und wer macht das? Es gibt eigentlich nur einen, der da in Frage kommt. Rühle. Ein Vorbestrafter, der macht das sicher. Natürlich wird er versuchen, mich zu betrügen. Das muss ich verhindern. Aber wie kann ich verhindern, dass Rühle mich betrügt, der an der Kreuzung steht und wartet und dann zu mir einsteigt in den Wagen und... Die Sache ist ganz einfach. Kerski musste sich sichern gegenüber Rühle. Wieso? Wieso? Halt den Mund. Denn Kerski hatte die Diamanten nicht in der Tasche, ich meine nicht in der Brusttasche. Er hat sie versteckt. Bevor er losfuhr, hat er sie im Wagen versteckt. Ja, Kerski versteckte die Diamanten im Wagen. Also genau überlegt, genau vorbereitet. Nur er wusste, wo sie waren. Er wollte dann losfahren, er ließ den Motor an und drehte noch die linke Fensterscheibe hinunter und sah genau in die Mündung einer Pistole. Niemand hat den Schuss gehört. Der Mörder greift durch das Fenster in die Jacketttasche von Kerski, aber er findet die Diamanten nicht. Er weiß, sie sind im Wagen, aber er weiß nicht wo. Er hat auch keine Zeit zu suchen, er muss weg, ohne die Diamanten gefunden zu haben. So, und woher wissen Sie denn das alles? Vor allen Dingen hat es der Mörder gewusst, dass die Rohdiamanten noch im Wagen sind. Das ist nämlich der Grund, warum ich den Wagen vor den Eingang gestellt habe. Ich dachte mir, der Mörder wird der Versuchung einfach nicht widerstehen können, sich in den Wagen hineinzusetzen, um zu sehen, ob er jetzt die Diamanten findet. Und hat der Täter? Ja. Er sah den Wagen, er ging darauf zu, der Wagen war offen. Er sah sich um, stieg ein und suchte nach den Diamanten. Suchte und fand sie. Er hat sie bei sich. Und er ist hier im Raum. Tut mir leid, Vater. Wo sind sie? Wo hast du sie? Ich will das... Du hast Ewald Kerski erschossen? Warum? Warum? Hat sie dich dazu gebracht? Nein, sie nicht, Vater. Warum hast du meinen Sohn umgebracht? Sie hat dich dazu getrieben. Nein, nein. Sie nicht. Sie nicht. Ich dachte nur, ich könnte, ich würde... Kann man jetzt gehen? Ja, Sie können gehen.